Hallo, hallo, liebe Leute, herzlich willkommen zu Let's Play Warcraft 3. Ragen oder Ragen oder naja, was auch immer, auf Chaos. Das ist mittlerweile der zweite Versuch, dieses Let's Play zu starten. Es hat mir nämlich ein paar Fehler gegeben. Insbesondere, ja, das war mein iPod, lag das daran, dass ich zuerst gemerkt habe, dass ich eigentlich das Let's Play ja in Haku aufnehmen wollte. Aber es nachher irgendwie, naja, trotzdem in Bad Quality gemacht habe. Frag mich jetzt bitte nicht nach meinem Battle.net-Account. Den habe ich nämlich auch gar nicht. So, und jetzt machen wir gerade ein... Also, jetzt fangen wir eben an mit Kampagne. Na, eine Kampagne. So, hier können wir jetzt die Kampagne wählen. Ich nehme natürlich erstmal die Prolo-Kampagne. Und beginne gleich mit dem Kapitel 1, weil letztes Mal, als ich das Let's Play versucht habe, naja, hat es mir dann das Video abgeschnitten. Die Grafik ist natürlich nicht der Hammer, aber für 2001 ist das akzeptabel. Wie schon gesagt, das Let's Play ist in HQ. Also ich hoffe, ihr guckt auf 420p, glaube ich. Die Einleitung werde ich jetzt nicht abspielen. Einfach Kapitel 1, Visionen. Irgendwo in den Arathi-Hochländern erwacht Thrall, der junge Kriegshäuptling der Orkorde, aus seinem beunruhigenden Traum. Ja. Arathi-Hochländer. Wenn ihr mich jetzt fragt, nein, ich spiele kein WoW. Was? Darum kenne ich mich nicht aus. Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. Okay. Die Geister sind ruhelos. Cool. Exzellent. Ihr scheint es ja kaum erwarten zu können. Als erstes müsst ihr aber lernen, wie er Thrall Befehle gibt. So. Versucht nun Thrall auf dem Weg zur nächsten... Ich werde jetzt dieses Tutorial skippen. Meisterhaft vollbracht. Allerdings ist das... Nächste Flagge. Es ist etwas langweilig. Sehr gut. Der Weg zur nächsten Flagge führt... So, jetzt müssen wir durch ein schwarzes Gebiet. Schwarzes Gebiet ist das unerkundete Gebiet. Ja. Wie auch bei Schlacht um Mittelerde. Achtet einmal darauf, wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Thrall es durchquert. Wählt Thrall an und befiehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. So, jetzt sind wir da im Lager. Orkorde. Lager. Loktar, meine Krieger! Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling! Damit Thrall und seine Truppen sich gemeinsam bewegen, müsst ihr sie... Jetzt können, haben Nun wir sind sie eure Truppen angewählt und ihr könnt ihnen befehlen. Ich kann jetzt nicht so viel sprechen, weil Macht euch bereit. Ich spüre einen Gnoll voraus. Wenn ihr Thralls Streitmacht befehlen möchtet... So, ein Gnoll. Stufe 1. Das ist jetzt ziemlich schlecht. So können wir übrigens die Ansicht noch so wechseln. Für die Ehre. Wir können jetzt den so... Lockner rasch! Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Gnolle ist nicht weit. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriff. So, ja, jetzt können wir, wenn wir ein Lager angreifen, dann können wir immer auf A drücken und nachher hier. Jetzt greifen sie das an und töten alle, die da sind. Da sind Gnolle. Ihr seht, das Strategiespiel hat seine eigene Grafikreize. So. Sehr gut. Ihr werdet feststellen, dass... So, ich werde noch viel Helden feststellen. Erhalten einen wir können auch die Gebäude zerstören.
Mit A. Wir können jetzt hier zum Beispiel A drücken und es niemand ist das. Niemand wird überleben. Und jetzt, naja, wird die Hütte abgebrannt. Das geht damit auch. Ich bin der Kriegshäuptling. Jawohl. Hier hat er jetzt ein Level-Up erhalten. Jedes Mal, wenn ihr auf den Heldenfähigkeiten einen bestimmten Blitz auswählen. Ihr könnt Thralls Heldenpunkt für das Erlernen. So, jetzt habe ich, ja, jetzt habe ich den ausgewählt zum Blitz. Für die Ehre. Jetzt müssen wir hier weiterlaufen. Ja. Für die Ehre. Kriegshäuptling, wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Captain. So, jetzt die Murlocs angreifen, ne? Also weiter. Ich kenne mich, wie schon gesagt, nicht auf. Ich weiß nicht, was Murlocs sind. Dann töten wir die einfach. Meister. Einige Ungeheuer lassen Schätze fallen, wenn sie besiegt wurden. Jawohl, Mana-Trank. Für die Ehre. So, jetzt hatte da einen Platz in dem, Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Mana-Trank, eben, ja, können das Mana auffüllen. Für die wie Ehre. Schon gesagt. Ja. Befehlt Thralls Streitmacht das Gebiet für sich. Beinahe, halt, das sind noch Murlocs. Für Doomhammer! Ich habe das Spiel nur eingespielt, also es ist eigentlich blind. Da überhaupt keine Ahnung, was uns storymäßig erwartet. Für die Ehre. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, meine Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Ja, und in der Nacht können wir logischerweise nicht so weit sehen wie tagsüber. Ja. Für die Ehre. Ein Oger. Würde die Bestie nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Ja, wenn man die Ungeheuer, die Unholdlager angreift, wenn sie schlafen, dann, naja. Dabu. Dann machen sie eben auf. Ist ja logisch. Würdet ihr aufwachen, wenn euch jemand irgendwie einen Dolch in den Rücken stoßt? Klar würdet ihr aufwachen. Oder was? So, das Gelatsche. Wunderbar. Da ist er ja. Oh mein Gott, er ist unbesiegbar. Ja, die Einheiten haben natürlich auch Rüstung und Schaden. Und jetzt kommt ein Sequel, wo ich wieder die Fresse halte. Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch schart und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja. Und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Okay. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. So, Sieg, ne? Wir haben es geschafft. Das war mal der erste Teil von Let's Play Warcraft 3. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bis später.